Hallo Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einem neuen kleinen Projekt. Ihr seht schon, Rage 2, jo, ich hab's mir mal gegönnt, hat eigentlich recht gute Kritiken gehabt und ich dachte mir, komm, so ein kleiner Fun-Shooter können wir mal mit reinbauen. Ihr habt es sicherlich schon bemerkt, dass ich letzte Zeit mehr auf Twitch unterwegs war und deswegen auch immer recht lange Folgen hatte, so von 3 bis 4 Stunden. Und ich dachte mir, komm, jetzt machen wir wieder mal ein klassisches Let's Play-Projekt. Es soll ja auch nicht so lang sein. Rage 2 wird natürlich weiter auf Twitch auch sein. Aber ich muss sagen, ich habe zurzeit zwei, drei Spiele, die ich auf Twitch jetzt gerade zocke. Und die wollte ich jetzt nicht ins Let's Play mit reinpacken. Also machen wir hier heute ein neues Projekt für YouTube und zwar Rage 2. Ich muss dazu sagen, ich habe noch nicht reingeschaut. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Ich habe das Game noch nicht gestartet. Ich habe noch nichts gemacht. Ich habe es gerade eben installiert. Und jo, ich hoffe, euch gefällt's. Und wenn dem so ist, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da, Leute. Würde mich sehr freuen. So, ich hoffe, das Spiel wird was. Und wie gesagt, ihr seht das schon, Days Gone ist natürlich noch, läuft auf Twitch zurzeit, wenn ich dann online bin. Ich muss dazu sagen, ich bin zurzeit ein bisschen krank. Also ist eher suboptimal, wenn ich so lange das Headset auf habe und ja, mich so extrem konzentrieren muss auf den Chat und sowas. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, machst ein kleines Let's Play-Projekt, Rage 2. Das läuft so nebenbei ein bisschen mit. Und ja, bin gespannt, wie es mir gefällt und wie es euch gefällt. Schreibt es mir ruhig mal in die Kommentare. Gut, jetzt würde ich sagen, starten wir aber mal. Und jo, ich bin gespannt, Leute. Viel Text zu lesen. Bethesda, ZeniMax, Avalanche Studios, Apex und ID Software. Den ersten Teil habe ich übrigens nicht gespielt, aber wie ich gelesen habe, ist es auch nicht notwendig, weil eine Riesenstory hat das Game anscheinend auch nicht. Denke mal eher so ein Ballershooter für zwischendurch. Avalanche Studios. Apex. Ihr seht schon. Crazy Game. Alles in Pink. So, wir scheinen erstmal. Die Einstellung würde ich sagen. Grafikeinstellung. Kann man hier was machen? Eine hohe Einstellung bedeutet weit heran, herauszoomen und einen besseren Überblick über die Situation erhalten. Eine hier bedeutet mehr Details anzeigen. Ach komm, wir machen, lassen das alles mal auf Standard. Bewegungsschärfe. Boah, bin ich eigentlich gar kein Freund davon. Wir machen es mal ein und schauen, wie mir das gefällt. Und lassen wir auch mal drin. Okay, lassen wir das alles mal so. Allgemeine Einstellungen. Textsprache Deutsch, Audiosprache Deutsch. Untertitel machen wir ein. Das andere lassen wir alles so. Gut, dann würde ich sagen, wir fangen neues Spiel an. Und spiele natürlich auch normal. Dann viel Spaß bei dem Intro, Leute. Wir hatten Pläne für diese Welt, für unsere Erde, gesäubert durch die Gnade des Meteors Apophis. Und was für Pläne wir hatten. Alle vereitelt von einem Mann. Nicholas Rain. Ein einziger Knopfdruck zerstörte unsere Zukunft. Die Archen erschienen. Die Ecopods kamen herab. Viel zu früh. Das Leben kehrte ins Ödland zurück. Ein neuer Kreislauf des Lebens entstand.
so wie wir es für unsere eigene Spezies geplant hatten. Die dummen, überheblichen Massen durchkreuzten unsere Pläne. Die Säuberung unserer geschwächten Spezies blieb aus. Anstatt unsere Hilfe anzunehmen, wählten sie selbstsüchtig ihre eigene, jämmerliche Existenz. Welch Hybris! Sie hielten uns für besiegt. Wir ließen sie in dem Glauben und zogen uns unter die Erde zurück. Wir sahen ihre mickrigen Konflikte, ihre sinnlosen Revierkämpfe, ihre kindischen Versuche, Ordnung ins Chaos zu bringen, und wir erstarkten. Unsere Technik, unser Wissen, alles zusammen, alles für nur einen Moment. Die allumfassende Auslöschung der Schwachen. Der neue Mensch. Wir reißen ihre Verteidigung nieder. Wir nehmen uns ihre Lager. Wir nehmen uns die Archen. Wir machen ihre Siedlungen im Erdboden gleich. Heute Nacht beginnt die große Säuberung. Heute beginnt die Wiederauferstehung der Obrigkeit. Okay, der Obrigkeit. Was zum Teufel ist da draußen los? Okay. Nichts Gutes. Also ausgerüstet und los geht's. Mal ihn hier. Geht's jetzt los? Ja, schnapp dir deinen Kram. Fünf Magrid an, Leute. Was ist das? Komm schon, Walker, wir müssen los. Schnapp dir deine Ausrüstung. Okay. Wir machen mal den Bewegungsschärfe aus. Merkst du nicht, dass wir angegriffen besser werden? Der Feind hat die Verteidigung durchbrochen. Wir brauchen jeden verdammten Mauerwächter. Schnapp dir deinen Wingstick und deine Pistole und los geht's. Ja, ist doch gut, Mage. Mumpel sind drinne. Man scheint da Bumerang zu sein. Ich sichere die Tür. Komm schon, Lilly, das war mein Kill. Du musst eben etwas schneller sein, Walker. Lilly, mehr Familie hatte ich nie. Wir wuchsen hier in Wineland auf. Ihre Mutter ist ein echter Drill Sergeant. Ich? Bin eine Waise, ich habe keine Mutter. Aber davon gibt's noch jede Menge mehr. Ich sage dir, das hier ist es. Gut. Dann machen wir sie platt. Ich bin ein anständiger Wummelmensch. Komm schon! Los geht's! Unterwegs! Alter. Ziemlich knapp. Kein bisschen. Da wird das mit Zählen schwer. Zahlen sind mir egal. Walker, wir brauchen dich im Hof. Sofort. Sind unterwegs. Lilly auch. Ranger Jersey ist dabei, die anderen Siedlungen zu warnen. Sie müssen Bescheid wissen. Klingt ziemlich übel. Laut Combox soll das der größte Angriff bislang. Ah, okay. Sein. Das ist kein Witz. Dann los, verdienen wir uns ein Fleißbändchen. Feldtriezellen. Sammeln Feldtriezellen vom besiegten Gegner, um Gesundheit zu generieren. Denke daran, dass Feldtriezellen sehr instabil sind und sich auslösen, wenn du sie nicht schnell genug aufhebst. Okay. Okay, alles klar. Ah, okay. Ganz verschiedene Waffenmodi anscheinend. Gesundheitsinfusion. Lebenskraft, okay.
was zum... Ein Ranger! Nicht irgendein Ranger! Das ist Jesse! Hat ihm den Kopf abgebissen. Lol. Kompletten krassen Auftritt gehabt und gleich gestorben. Jetzt hängt alles von mir ab. Ich nehme. Fuck. Mom killt dich, wenn du mit der Ranger-Ausrüstung rumspielst. Aber da steckt immer noch reichlich von Jesse drin. Ja, das ist unsere einzige Chance. Oh, yeah. Das ist doch besser, als ich dachte. Kommt, wir wollen wie Doom. Endlich, hier die Knarre. Waffe wechseln. Gehe ich wohl alleine. Bin unterwegs. Das sieht mir ein bisschen nach, wenn ich hier nicht gleich so gut treffe. Weil ich eigentlich mit dem Gamepad das gar nicht so gut kann. Der günstige ist ein wendiges wie tödliches Gadget, dass du in Kombination mit anderen Waffen einsetzen kannst. Sogar eins günstig zu werfen. Was machen wir? Neidisch, Lilly? Verdammt, ja. Mit diesen Nanotriten-Scheiße wäre ich definitiv der jüngste Ranger geworden, der jemals vereidigt wurde. Es blöd, dass man sich einfach automatisch einsammelt, wenn man drüber geht. L1 gedrückt, um Fokus zu aktivieren und sowohl Gegner als Objekte von taktischer Bedeutung hervorzuheben. Ah ja, ich springe auch weg, okay. Voll. Mal gehst du hoch.
Ja, ich mach doch schon, Mensch. Ich bin fast da. Uns auf der Akademie über die Ranger-Rüstung erzählt haben. Zerfetzt seine Feinde, sobald der Overdrive aufgeladen ist. Overdrive. Töte Gegner in schneller Abfolge. Um den Overdrive aufzuladen und deinen Schaden zu erhöhen, ist der voll aufgeladen, kannst du den Overdrive mit L1 und R1 aktivieren. Im Overdrive wirst du auch deine Gesundheit aufgeladen. Ist echt gewöhnungsbedürftig. Repariert den Störsender sofort. Ich brauche Leuchtfeuer. Wo muss ich da hin? Zentrale, Zentrale! Ich brauche mehr Kämpfer. Die Verwundeten aus der Gefahrenzone. Los! Die Kanone braucht Munition. Ja, okay, das ist einfach jetzt Ebus Tutorial wahrscheinlich. Liebe alte Tante Prowley, ruhmreiche Kriegsheldin, Ranger und Vorbild besonders für Lily. Sie nahm mich auf, als meine Eltern starben. Die härteste Mutter, die ein Waisenkind haben kann. Melde mich zum Dienst. Zu mir! Das ist Jerseys Rüstung. Jersey wurde umgebracht. Wenn du seine Rüstung anlegen kannst, kannst du auch seinen Job machen. Was zur Hölle? What? Verdammt, los! Und einfach zu treffen. Unmöglich. Er sollte tot sein. General Cross? Weiter hinten! Okay, das ist ja vom Intro. General Cross, der fiese Anführer der fiesen Obrigkeit. Unser Albtraum wie aus einer Gruselgeschichte für ungezogene Kinder. Keine Ahnung, ob Prowley sie nicht mehr alle hat oder ob es stimmt. Aber wenn es stimmt, dann wird er sterben. Du Verdammter. Bleib zurück! Das ist ein direkter Befehl! Na, ja, große Wumme. Das Leben der ursprünglichen Arkisten verschonen für Experimente.
Aber für dich mache ich eine Ausnahme der guten alten Zeiten willen. Geht jetzt! Letztendlich hatte mir dein Versagen ja einst mein Leben gerettet. Alter Schwede. Okay, unsere Tante ist RIP, würde ich sagen. Vielleicht geht ein bisschen Starthilfe. Gut. Fuck! Ich war bei Bewusstsein! Ja, warst du. Aber deine tolle neue Rüstung brauchte Saft. Das ist alles? Mehr ist nicht übrig? Etwa 20 Überlebende. Wir durchsuchen noch die Ruinen. Ich sah Brawley. Es war General Cross. Er. Meine Mutter. Er hat sie getötet. Keine Ahnung wie. Aber wir stoppen sie. Und dann breche ich diesem faltigen Wicht persönlich das Genick. Ich habe die Geschichten nie geglaubt. Die Rückkehr der Obrigkeit. Jetzt ist sie da. Und wir müssen etwas gegen sie tun. Mom wusste, was zu tun ist. Die Ranger auch. Warte mal. Sie haben ihre Daten, ihre Protokolle im Presidio gespeichert. Der Ranger KP? Spinnst du? Da kommen nur Ranger rein. Sieh mich an, Lily. Ich bin der letzte Ranger. Scheiße, ja. Das stimmt wohl. Yeah. Betritt das Presidio. Okay. Ja, das mache ich doch schon mit Sprinten. Ah, das ist hier, wo wir uns vorher durchgekämpft haben. Und genau, jetzt ist es hier offen. Hoffentlich hast du hier was für mich, Crowley. Mann. Du bist die Geheimwaffe. Sorry, dass ich es nie erzählt habe. Du hast jetzt vorhin Zugriff auf Weinlands Primärarche und die Technologie dahin. Der alte Kühlschrank. Stell dir vor, hunderte Jahre darin zu stecken. So wie ich. Deine Eltern. Alle ursprünglich. Gefroren wie Eis am Stiel. Von hier kamen wir, um die Obrigkeit zu vernichten. In der Arche befindet sich ein IT-Erweiterungsverteiler. Mein größtes Geschenk an dich. Ein Gerät, das die Nanotriten in deinem Blut verstärkt und dir, naja, Superkräfte verleiht. Anders kann man's nicht sagen. Geh in die Arche und aktiviere ihn. Okay. Mal sehen, was für eine... Ah, okay, hier habe ich...
Inventar. Okay, das Überraschung, du für mich zieht ein bisschen ein, nach, finde ich. Das ist nicht so flüssig im Inventar. Aachen sind unglaublich wertvoll. Durch sie gelangst du an Archewaffen und Nanotritfähigkeiten. Oder, ja, Nanotritenfähigkeiten. Suche im gesamten Ödland nach Aachen, um mächtiger zu werden. Nähe dich dem Eingang der Aache und nutze den Fokus, in den du L1 gedrückt hältst, um sie zu öffnen. Okay. Bitte treten Sie näher für den Sicherheitsscan. Sicherheitsscan abgeschlossen. Willkommen in der Arche 401A. Okay. Ich stecke meine Hand also in dieses seltsame Loch und hoffe auf das Beste. Hand ins seltsame Loch stecken. Hier können Sie sich mit dem Einsatz von Archenwaffen und ID-Erweiterungen vertraut machen. Sie haben die ID-Erweiterung Dash installiert. Damit können Sie eingehenden Angriffen ausweichen und sind schwerer zu treffen. Okay. Die Nanotriten dir verleihen dir als Ranger besondere Fähigkeiten. Aktiviere diese Natriumfähigkeiten mit L1. Drücke L1 und das ist im richtigen Auszuweichen und damit Angriffen zu entgehen, abzuschütteln. Gut. Ah, okay. Bitte nochmal. Und nochmal. Gute Arbeit. Eine Simulation ermöglicht es Ihnen, mit der Dash-Erweiterung feindlichem Feuer auszuweichen. Oh Gott, das musst du ja alles merken. Bitte wiederholen. Einmal noch. Okay. Das Training zur Dash-Erweiterung abgeschlossen. Tutorial Dash. Mission abgeschlossen. Musste es echt meinen Arm fressen? Komm zurück in die Haupthalle, dann habe ich mehr Infos für dich. Echt seltsame Anweisung von meiner toten Tante. Dann schauen wir mal, was sie noch zu sagen hat. Das ist deine erste ID-Erweiterung. Doch, es gibt mehr. Da draußen sind viele Archen. Finde sie. Jeder Archen birgt wertvolle Ressourcen, die dir gegen die Obrigkeit helfen. Aber alleine schaffst du es nicht. Du brauchst Hilfe. Falls Lily noch lebt, ist sie von größtem Wert. Und es gibt weitere Freunde, von denen du nur Geschichten kennst. Gegen Ende der Obrigkeitskriege riefen ein paar von aus dem engeren Kreis des Widerstands Projekt Dagger ins Leben. Es sollte der Obrigkeit ein Ende setzen. Endgültig. Uns war klar, dass sie trotz ihrer Verluste nicht einfach verschwinden würde. Und wir wussten, dass General Cross über Technologie verfügt, die ihm so etwas wie ewiges Leben verleiht. Projekt Dagger wurde verworfen, als Vineland sich gegen Außenseiter abschottete. Doch zwischen mir und den drei anderen ursprünglichen Daggers blieb ein Pakt bestehen. Der erste ist John Marshall aus Gunbarrel, ein sehr alter Krieger, der den ersten Kampf gegen die Obrigkeit anführte. Er versteht sich bestens auf Technologie und die Kunst des Spionierens. Mit seiner Hilfe bleibst du vor der Obrigkeit verborgen. Die zweite ist Lucy okay. Hagger aus Wellspring, Tochter des Kriegshelden Dan Hagger. Er ist Guerillakämpferin, heute Bürgermeisterin der größten Stadt im Ödland. Über sie gelangt
Obrigkeitsforscher, jetzt im Widerstand. Er ist Experte für Nanotypentechnologie und Mutationen. Sein Können ist für Projekt Dagger unverzichtbar. Mit der Zeit wirst du mehr wissen wollen. Die CPU deiner Ranger-Rüstung besitzt Protokolle, die viele deiner Fragen beantworten. Viel Glück da draußen, Ranger Walker. Okay, dann haben wir schon einige Aufgaben jetzt bekommen. Lädst also alles auf meinen Schultern ab und verabschiedest dich in die Ewigkeit, Tante Prowley? Schön. Dann bin ich jetzt eben an der Reihe. Gut, kehre zu Lilly zurück. Das würde ich sagen, schauen wir uns aber in der nächsten Folge dann an. Und ja, es war jetzt nur Tutorial eigentlich zum Anfang. Ich glaube, in das richtige John Spiel Marshall, werden wir noch kommen. Und Lusum Hager. Sie gehören alle zu Projekt Dagger, mit dem die Obrigkeit aufgehalten werden soll. Das ist viel verlangt. Ja, selbst wenn sie tot ist, ist mit deiner Mutter nicht zu spaßen. Zu früh, Walker. Sorry, Lilly. Aber hey, ich bin bereit fürs Ödland. Da habe ich was Passendes. Komm zu mir. Gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Ihr wisst ja, Leute, Support ist kein Mord. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Die werde ich auch jetzt recht zügig hochladen. Und ja, dass wir da nicht so einen großen Zwischenraum kriegen. Nicht so lange dauert, bis die nächsten Folgen kommen. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Reingehauen. Euer Andi.